Moin Moin und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wo sind die Gegner? Ich will Cerberus-Typen töten. Oh, da liegt. Moment, Madhawk? Oh, das Madhawk ist eines der. Das Madhawk ist eines der besten Sturmgewehre, die es gibt. Wie schwer ist das? Wenn ich die Pistole davon ausnehme. Mal sehen. Vielleicht später. Schade, schade. Das Madhawk ist einfach. Zurück! Ich. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe Ihren Bruder gerettet. Er ist bei Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausziehen. Ja. Das Madhawk ist ziemlich geil, weil es quasi ein. Also, es ist ja ein Sturmgewehr. Allerdings mit Einzelschuss und unwahrscheinlich präzise, damit kann man tatsächlich schon snipen. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei ihnen, aber sie halten nicht mehr lange durch. Ja. So. Jack? Shepard! Das verschieben wir auf gleich. Ich arbeite daran. Hier wurde schon wieder meine Muni deaktiviert. Fast. Es ist möglich, ich habe es auch einmal geschafft, den Typen in dem Atlas abzuknallen und den Atlas dann selbst zu übernehmen. Aber ich glaube, der will das nicht. Gut. Ich sehe gerade nichts, aber ich hab das Ding kaputt. Jo, sieht gut aus. Ich glaube, es war genau zwischen die Beine. Kaylee hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich die Pfadfinderkönigin auftaucht. Verstärker checken. Frankly, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder ist ein Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, Sie sollen Cerberus nicht trauen. Damit sagen Sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sich ja alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. So charmant wie immer. Sie können mich mal. Oder besser Sie. Vielleicht gefällt's ihr ja. Okay. Im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja. Sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während sie die Heldin gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Ma'am. Shepard an Sanders. Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff.
Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen. Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Das scheint übrigens gerade alles zufällig. Das ist nicht geplant, wie ich hier durchlaufe. Ich will einfach nur gerade erkunden. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wir beide hier hatten vielleicht eine Chance. Gut, das geht noch nicht so, Jack. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Bleiben Sie hier, wir bringen Sie raus. Gut. In Ordnung. Machen wir uns mal an die Arbeit. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese diese Typen von dort. Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Ich habe euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Akademie, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's. In Ordnung. Zeit, in ein paar Ärsche zu treten. Wieder mal. Garrus, seit wann hast du das Sniper ausgerüstet? Mach ich. So. Noch ein Atlas. Sehe ich ein. Moment mal eben. Was macht die Fähigkeit denn da hinten? Mhm. Läuft doch, wir sehen uns nach Plan. Ups. Okay. Schildgenerator. Gleich nicht mehr. Wozu überhaupt? Keine Ahnung. Oh. Deswegen. Da seht ihr. Geschütz. Könntet ihr mir gerade mal kurz den Gefallen tun und das alles platt machen? Schüsse nerven ein bisschen. Ja, das Gefühl, ich sollte da runter. Hoffen wir mehr von dem. Wo ist überhaupt der Atlas hin? Aber nicht, ich habe ihn schon gesprengt und habe es nicht mehr mitbekommen. Nee, ernsthaft, wo ist der Atlas? Habe ich ihn aus der Sinn schon kaputt gemacht? So fliegen gebracht. Hm, das war verschwendet. So, wie steht's denn so?
Klingt gut. Lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Noch mehr Credits. Geil. Sehr ordentlich, Frankly. So, fürs Nischus-Bahn-Rennen. Ich bin immer etwas irritiert, wenn die Gegner plötzlich durch die Luft fliegen, aber das ist ja die Schuld von denen da oben. Hallo? Gegner? Wieso sehe ich euch gerade nicht? Ach so, da hinten! Oder weniger. Ah, Geschütz. Unpraktisch. Oh, dafür gibt es eine Methode. Jetzt vielleicht woanders in den Sorgen. Ja, und jetzt? Wieso wissen die jetzt, was wir vorhaben, wenn du doch nicht entdeckt wurdest? Irgendwas daran erscheint mir ein bisschen widersprüchlich. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. So einfach kann's gehen. Heyo. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Ich wäre ja sehr versucht, das Ding einfach auszuschalten, aber lassen wir es mal. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias-Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Naja. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen, Sie kommen hier raus. Okay, danke. Großartige Arbeit. Ja, ihr habt euch in eine Sackgasse manövriert. Vielleicht nicht ganz so praktisch. Aber zumindest ein Anfang. Zumindest waren sie noch am Leben, ne? Das muss man ihnen zwar immer zugutehalten. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Oh. Meiner. Oh, das Ding ist ein bisschen angeschlagen. Okay. Noot, noot, motherfuckers. Grüß euch, Leute von Cerberus. Willkommen zum freudigen Sterben. Na? Mögt ihr die Atlanten? Oder wie auch immer die Dinger im Kur heißen? Auch noch, wenn sie euch zerstückeln. Öffnen wir noch, geht rein. Ups, die wir nehmen. Seltsame Multiplayer hatten, ablassen mich schnell vorher. Oh, das ist ja schmerzhaft.
Oh, ich kann die Fähigkeit meiner Leute hier drin nicht bestimmen. Das ist gut. Also, man kann es ja mit dem Ding schießen. Ist auch ganz witzig, das mal zu machen. Aber ich glaube, selbst umzurennen und alles umzulegen, ist mir lieber. Von dann alle, die hier hinterher sauber machen dürfen. Ich meine, die Gegner platzen ja richtig, wenn ich drauf schieße. Die Schatten sind gleich startklar. Will ich hoffen. Ich finde es aber erstaunlich, wie lange der. Ich finde es erstaunlich, wie lange der noch durchhält, der. Atlas. Moment. Und jetzt mit den paar Schüssen hat das gekillt? What the fuck? Gegner? Ist hier nichts mehr. Ich will aber noch was in die Luft jagen. Na gut, ich nehme das. Beeilung, Commander. Die Normandy hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Und ich möchte mich auch noch ein bisschen umsehen. Vielleicht liegt hier noch was rum. Ach komm, selbst wenn hier was rumliegt, wird schon nicht so wichtig sein. Ich komme nicht durch die Tür. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Die macht doch nur Stress, oder? Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Oder so. Jack, würde ich mal. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Ich bin fürs Einhorn. Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Sie sind absolut bereit, aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Ich mag Jack. Shepard. Verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen,
was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Hackett lässt die begabteren Studenten einen Blick auf den Kegel werfen. Vielleicht haben wir was übersehen. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Dann hören wir uns den auch noch an. Commander, brauchen Sie noch etwas? Nein, du wolltest mich doch das sprechen. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Okay, der ist wahrscheinlich einfach immer in der Leitung. Gut, dann wäre das ja auch geklärt. Ich denke, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Kroganer und die Turianer. Wahrscheinlich zuerst um die Kroganer. Weil ich mich da noch... Also an die Kroganer-Mission kann ich mich noch einigermaßen gut erinnern. An die Turianer-Mission kaum noch. Ich wusste noch, dass es was mit dem Sohn von dem Typen zu tun hat. Das war es dann auch. Was hast du gerade gesagt? Ich soll bei... Na gut, komm, das machen wir noch eben. Ich habe es doch nur so von der Seite mitbekommen. Du wolltest mit mir sprechen? Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, lief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt, ich war noch nie so allein wie jetzt. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. In Ordnung. Wieder mal ein paar interessante Informationen. Gut, ich denke, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann zuerst mal um die Kroganer und danach dann wahrscheinlich um die Turianer, weil die sind auf T'Chanka und da müssen wir quasi sowieso von der nächsten Quest dahin. Also, mal schauen. Bis dahin. Ciao.